Nach Wolfgang Strengemann-Huhn könnte ich sagen, schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. Heute stand in der Zeitung, also weil ich alles unterstreichen kann, was Sie gesagt haben. Heute stand in der Zeitung mit den großen Buchstaben, dass ein Bundesminister, der mehr werden will, sagte, jetzt sei es an der Zeit, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht mehr weiter auseinandergeht. Er hat aber keine Lösung angeboten, wie das zu erreichen ist. Und deshalb bin ich froh für die Gelegenheit, kurz das Projekt Solidarisches Bürgergeld von Ministerpräsident Althaus vorstellen zu können, das auch nach Meinung des kritischen Sachverständigenrates eine sozialpolitische Revolution darstellt und zu einer dramatischen Reduzierung der Armutsquote führt. Wenn 85% der Menschen in Deutschland daran zweifeln, dass das Sozialversicherungssystem, wie wir es heute kennen, zukunftsfähig ist, dann muss das schon auffordern zu überlegen, welche Alternativen gibt es denn dazu? Und wir müssen diese Antwort finden, auch deshalb, weil wir die Akzeptanz der Demokratie nicht gefährden dürfen. Wir stehen in der Gefahr, dass das Misstrauen der Menschen in die Zukunft des Sozialstaates auch zu einem Misstrauen in die Demokratie wird. Und es hängt zusammen mit dem gegenseitigen Misstrauen von Politik und Bürgern. In Sonntagsreden sagt die Politik gerne, wir vertrauen den Bürgern und die fleißigen Bürger haben so viel aufgebaut. Aber wenn es dann darum geht zu sagen, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann ist sofort die Angst da, ja, wird das nicht missbraucht. Deshalb ist unser Verständnis und unser Engagement für ein solidarisches Bürgergeld, für ein bedingungsloses Grundeinkommen, ein Engagement deshalb, weil wir sagen, die Menschen sind willig, etwas zu tun. Sie wissen am besten, was sie mit ihrer Zeit unternehmen wollen. Wir dürfen Arbeit nicht begrenzen, nur auf Erwerbsarbeit. Es werden 100 Milliarden Stunden ehrenamtlichen freiwilliges Engagement geleistet, aber nur 60 Milliarden Stunden Erwerbsarbeit. Das heißt, es ist auch wichtig, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen Menschen das Leben zu ermöglichen, die eben einer anderen Arbeit nachgehen, außer der Erwerbsarbeit. Und wir müssen sehen, dass sich die Welt in den letzten Jahren dramatisch verändert hat. Demografische Entwicklung, demografischer Wandel, Globalisierung, die Rezepte, die vor einigen Jahrzehnten noch richtig gewesen sein mögen, funktionieren heute nicht mehr. Wenn Menschen Vollzeit arbeiten und davon nicht leben können, dann ist es ein Skandal und da muss man was dagegen tun. Und ich denke, das Plädoyer für ein Mindesteinkommen ist eine sinnvolle Möglichkeit, das zu tun. Und wir sind hergegangen und haben gesagt, wir können Mindesteinkommen auch nicht isoliert diskutieren. Es muss auch bedeuten, dass es die Sicherheit im Alter gibt. Dass wir sagen, es gibt eine Grundrente für alle, das Bürgergeld. Und es gibt dazu eine Zusatzrente, abhängig von Lebensarbeitszeit und Verdienst. Weil wenn wir hergehen und die jetzige Systematik weitermachen, dass die Menschen in 25 Jahren weniger als 40% des Durchschnittsbruttoverdienstes überhaupt noch haben als Rente, dann heißt, wir haben steigende Rentenversicherungsbeiträge und sinkendes Rentenniveau. Ich halte das für gefährlich, weil das auf Dauer den Generationenvertrag in Frage stellt und auch die gesellschaftliche Solidarität zwischen den Menschen in Frage stellt. Und wir brauchen eben eine Kindergrundsicherung, ein Kinderbürgergeld nach unserer Meinung von 300 Euro, also doppelt so hoch als das bisherige Kindergeld. Wir brauchen das Grundeinkommen nicht in ferner Zukunft. Noch 20 Sekunden. Sondern wir wollen das heute haben, weil wir denken, es geht nicht um philosophische Diskussion, sondern wir müssen das jetzt umsetzen. Es war lange genug nur in Hinterzimmern in der Diskussion. Wir machen einen konkreten Vorschlag zur politischen Umsetzung. Danke. Hat's gestimmt? Danke. Vielen Dank.